Jetzt ist rausgekommen, dass die Bundesregierung seit Jahren eine Statistik führt, in der alle Arbeitslosen erfasst sind. Wussten Sie das? Ja, das habe ich gehört. Das haben wir jetzt aber erst gehört. Ungefähr vor einer Woche ungefähr. Ja, ist er da rausgekommen. Davor aber nicht. Davor nicht, nee. Jetzt ist rausgekommen, dass die Bundesregierung seit Jahren eine Statistik führt, in der sämtliche Menschen ohne Job erfasst sind. Ja. Haben Sie das gewusst? Nö, gewusst nicht, aber denen kann man alles zutrauen. Was schätzen Sie denn, wie viele in dieser Statistik erfasst sind, wie viele Arbeitslose? Oh, wie viel waren das? Ja. Wie viel waren das? Ich weiß es nicht mehr. Waren auf jeden Fall allerhand 100. Unser Sittenminister, der Herr Clement, der hat jetzt einen ganz guten Vorschlag gemacht, und zwar, dass man den Kündigungsschutz lockert, damit man in Zukunft auch Arbeitslose entlassen kann. Haben Sie irgendein Argument, was dagegen spricht? Ja, keins. Ja, keins. Arbeitslose kündigen, das ist ja noch schlimmer. Aber sollen dann hin, die Arbeitslosen? Also Arbeitslose entlassen können, wäre eine gute Idee. Das wäre eine gute Idee, ja. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ist hier die Abkürzung ABM. Das ist richtig. Wofür steht denn die Abkürzung ABM? Arbeitslose. Aber das ist mit ja. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wird ja abgekürzt ABM. Ja, ja. Wofür steht denn die Abkürzung ABM? Das weiß ich auch nicht. Soll ich Ihnen verraten? Ja. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ja, ja, so zack. Das war zu einfach, kommt man drauf, ne? Ja, ja. Wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ja. Tschüss. Ciao. Ja. Weihnachten hat ja eine ganze Menge zu tun mit der unbefleckten Empfängnis. Ja. Wie kann man sich heutzutage als Christ noch davor schützen, bei den ganzen Vorgaben, die der Papst macht? Ja. Entweder die Pille oder hier mit den Gummis, ne? Wie kann man sich heutzutage als Christ bei den ganzen Vorgaben des Papstes noch vor so einer unbefleckten Empfängnis schützen? Was kommt noch? Ich konnte mich damals noch nicht schützen, nicht wahr? Das ist ja heutzutage gerade für Jungfrauen so ein Problem. Da vergisst man jetzt einmal die Oblate zu nehmen und dann wird man schon schwanger. Ja, das weiß ich auch nicht, ob da der Heilige Geist mit im Spiel ist oder nicht. Hatten Sie schon mal selber so eine unbefleckte Empfängnis? Nein, leider. Sie hatten im Bekanntenkreis dann auch schon mal eine unbefleckte Empfängnis. Wie haben die denn reagiert, als sie das erfahren haben? Ja, total erschrocken und so, oder mitten in der Ausbildung. Da besteht schon die Hoffnung, dass unbefleckte Empfängnis in Zukunft wirklich nichts mehr Verachtenswertes ist. Das möchte ich nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen lockerer. Man hat zurzeit keinen festen Wohnsitz, ist unterwegs, der Lebensgefährte ist Zimmermann, von dem kommt das Kind aber nicht. Ja. Und dann hat man obendrein noch eine unbefleckte Empfängnis. Ja. Wie würden Sie dann reagieren? Ich würde meine Freundin raten, also abtreiben zu lassen. Ja. Wenn man so durch unsere Innenstädte geht, die sind ja vollgemüllt. Wo man hingeht und hintritt, überall lungern diese Doofen rum. Deswegen hat unser Umweltminister, der Joschka Fischer, jetzt am 01.01.01.01. das Doofenpfand eingeführt. Sie als Betroffene, sind Sie eher kontra oder eher gegen das Doofenpfand? Ich bin dafür. Also eher kontra? Ja. Sie als Betroffene, sind Sie eher kontra oder eher gegen das Doofenpfand? Ja, ich bin für Müll, also Doofenpfand. Also kontra? Ja, kontra, genau. Ja. Kontra. Also dafür? Ja, dafür. Also kontra? Kontra, genau. Dafür? Ja. Gegen das Ganze? Gegen das Ganze, ja. Pro. In der heutigen Zeit, haben die Doofen überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Natürlich nicht. Wenn Sie zu Hause noch ein paar von den alten Doofen finden, wo würden Sie die jetzt noch hingeben? Ja, zur Entsorgung. Wenn man sich so eine Doofe mit nach Hause nimmt, das kann ja auch ganz schön verletzend sein, wenn man die aufreißt, genau. Weil die ja auch obenrum recht scharf ist. Ja. Wie handhabst du das dann? Ja gut, ich schmeiß einfach in den Müll und fertig. Also. Weg mit der alten. Ja, genau. Wie viel würden Sie maximal in so eine Doofe reinölken an Flüssigkeit? Ein halber Liter. Also. Das ist aber schon anstrengend, ja, oder? Ja, ist schon anstrengend. Aber man freut sich, wenn es nachher fertig ist. Ja. Danke ich Ihnen soweit. Ja, bitte. Schönen Tag, tschüss. Wir sind von der Bergheim Times und wir machen fürs Radio so ein Wandgemälde zum Thema Deutschland, Kontinent der Lügen. Aha. Könnten Sie uns da ganz kurz Ihre Meinung hier in den Stift schreiben? Oh. Da. Wenn ich ganz ehrlich bin, kriegen wir eine ganze Menge vorgeschwindelt. Nicht? Wenn du mal ganz kurz deine Meinung dazu in den Stift reinschreiben könntest. Ja. Und in Worten? Meinung, so. Noch ein Verb dabei? Keine eigene Meinung so dazu. Nee, ein Verb dabei. Wie ein Verb. Gerhard Schröder hat sich jetzt auf dem Parteitag der SPD für 2010 Fahrrad mit Rücktritt erkauft. Ja, mehrmals. Er hat mehrmals damit gedroht. Nachts ist es kälter als draußen. Das ist wahr. Wahr. Warum? Das Grund weiß ich nicht. Den Grund weiß ich, aber man merkt es.
morgens draußen bin, ist es, also es ist schon kalt vielleicht, aber abends wird es noch kälter, weil die Sonne nicht da ist und es wird morgens dunkler. Morgens ist es kühl, mittags ist es warm, abends ist es kalt. Und nachts ist es kälter als draußen. Ja, genau. Und zu Fuß ist schneller als bergab. Und das Pferd ist vorne hinten als höher. Ja. Nachts ist es kälter als draußen. Warm oder falsch? Kälter als draußen. Wach. Also warm. Ja. Kommen wir jetzt im Fernseher raus? Nee, ihr kommt jetzt durch diesen Stift direkt in das Wandgemälde und das wird dann da drüben auf dem Zeppelin als Flugblatt abgeworfen und das ist dann nachher im Waffeleisen in der Bäckerei da. Da vorne. Was machen wir? Waffeln. Waffeln? Kriegen wir Waffeln oder? Schönen Tag. Kriegt ihr dann. Tschüss. Ja, heute noch. Dschungelbuch 2 kommt jetzt ins Kino. Ja. Es ist jetzt herausgekommen, dass die Handlung frei erfunden ist und dass das auch an Nicht-Originalschauplätzen gedreht wurde. Hätten Sie das gewusst? Nee, das hätte ich überhaupt gar nicht gewusst. Hättest du das gewusst? Nö. So reagiere ich ja auch. Nö. Ist man ein bisschen überrascht von, ne? Ja. Fühlen Sie sich da enttäuscht? An sich schon. Ist ein bisschen ein Betrug am Kunden. Wenn Sie Dschungelbuch 1 nochmal so Püree massieren lassen, welcher Elefant hatte für Sie da den längsten Rüssel? Lange her, ne? Mhm. War das der graue vorne, der mittelgraue an zweiter Stelle oder viele sagen auch, es war der mittelgraue an zweiter Stelle, der aber zwischen dem zweiten und dem vierten war, also quasi an dritter Stelle? Ne, der an erster Stelle, würde ich sagen. Ja. Der mit dem langen Rüssel? Ja, der erste graue. Der hatte auch den längsten? Das fand ich so. Weil die anderen an sich, ich würde sagen, die in der dritten Reihe, die waren zu weit im Hintergrund. So, auf einen Punkt gebracht. Dschungelbuch 2, ist das für Sie eine Mogli-Packung oder nicht? Ja, ich glaube schon. Der König vom Affenland, der ist ja bei der Oscar-Verleihung ausgeladen worden, weil man befürchtet hat, er könnte sich kritisch gegenüber dem Bush-Regime äußern. Mhm. Hätten Sie das mal gut gefunden, dass der König vom Affenland da auch mal ein paar Takte sagt? Der König vom Affenland? Bei der Oscar-Verleihung. An sich schon. Wäre gut gewesen, wenn der was gesagt hätte. Der Hauptdarsteller Mowgli ist jetzt schon weit über 30. Wäre es nicht besser gewesen, die Rolle des Mowgli, der Glaubwürdigkeit halber, mit Aladdin zu besetzen? Wäre vielleicht günstiger gewesen. Wollen Sie Balu den Bären noch einmal kurz grüßen? Ja. Dann grüßen wir einmal kurz Balu den Bären. Hallo. Schönen Tag noch. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Diese Woche war ja die Woche der Regierungserklärung. Ja. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat ja jetzt behauptet, Schuld an der ganzen Misere sei die Bundesregierung. Ja. Macht er sich das dadurch nicht ein bisschen einfach? Ja, in jedem Fall würde ich sagen. Wer ist in deinen Augen schuld an der Regierungsmisere? Ist das vielleicht dann eher die Regierung? Ja, würde ich sagen, ja. Aber nicht die Bundesregierung? Nee. Aber die Regierung ist schon daran schuld? Ja, klar. Glauben Sie, dass die Menschen, die den Schröder damals gewählt haben, ernsthaft damit gerechnet haben, mal von der SPD regiert zu werden? Nee, glaube ich nicht. Nee. Auf keinen Fall. Die Menschen, die damals den Schröder gewählt haben, hätten die damit rechnen müssen, von der SPD regiert zu werden? Nee. Hätten sie nicht rechnen müssen, nee. Der Schröder erklärt ja die Regierung. Ja. Der Busch erklärt den Krieg. Ja. Wer erklärt den Löwenzahn? Ist das noch der Peter Lustig? Nee, das ist der amerikanische Präsident. Der erklärt den Löwenzahn. Ja, sicher. Eine Frage zum Schluss. Wollen Sie mir jetzt noch einen blasen? Ja. Aus einer russischen Operette, ne? Oder mit dem Mund französisch? Bundeskanzler Gerhard Schröder hat jetzt zurzeit parteiintern mächtig Ärger, weil er seinen Kalender 2010 vorgestellt hat. Ja. Da sind jetzt über 360 verschiedene Tage drin aufgeführt. Kann man da noch den Überblick behalten? Nee, an für sich nicht. Ich finde überhaupt, was der Schröder macht, ist uncool. Wenn man Schröders Kalender 2010 ganz sorgfältig liest, dann stellt man fest, dass da nur noch alle 5 Tage ein Wochenende kommt. Reicht das noch? Nee, das reicht nicht mehr. Nach wie vielen Tagen soll denn für die Jugend das Wochenende kommen? Ja, genau wie es bis jetzt auch war. Jedes Wochenende, also höchstens alle 14 Tage. Das Volk ist so weit, dass er sagt, Schröder, nee, aber Stäubler auch nicht. Stäubler? Stäubler, auch nicht. Gerhard Schröder ist mittlerweile so genervt von der SPD, dass er sogar überlegt, zum HSV zu wechseln. Glauben Sie, der könnte da nochmal Fußball fassen? Nee, ich glaube, wenn einer einmal seinen Ruf weg hat, dann denke ich mal, dann ist es gelaufen. Jetzt kann der Schröder ja links wie rechts.
Ist er da bei Real Madrid nicht besser aufgehoben als in der SPD-Fraktion? Kann ich nicht zu sagen. Keine Ahnung von Politik oder keine Ahnung von Fußball? Ja, beides. Danke Ihnen. Bitte.